Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Taxi Life, a City Driving Simulator, wo ich Taxifahrer werden kann. Und Taxifahrer sind häufig verrückte Leute. Also mein Profilname, ja, ich bin halt Peter Smits, klar. Ne? Also ich bin, kann ich nicht, geht nicht, kann ich nicht machen. Es ist zu lange. Dann bin ich natürlich mein offizieller Name. Wenn man mich per Taxi-App ruft, dann steht da nicht Peter Smits, sondern steht da jetzt Pete Smith. Mein Modell ist... Ja, offensichtlich der alte Knacker. Unternehmensname? Pete Smith. Ich kann jetzt hier nicht mehr eingeben? Das, warum ist das so kurz? That's what she said. Unternehmenslogo? Drei Punkte. Logisch. Und die Unternehmensfarben sind nicht BVB, sondern natürlich wie bei meine Fohlen. Gelb-Weiß. Grün-Weiß. Also das ist ein Spiel, das gibt bei Steam, das hat ausgeglichene Bewertungen, also es ist wahrscheinlich ein absoluter Top-Titel. Barcelona, da bin ich schon mal mit einer G-Klasse durchgefahren, die fahren alle irre. Perfekt. Kann ich dann im Spiel abbilden. Also wirklich, ohne Scheiß, wenn ihr durch Barcelona fahrt mit dem Auto, es ist wild, wie die da fahren. And embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town. But first, okay. Let's get you a taxi driver's license. Uh-oh. I'm scared. Hey there. Welcome to our driving school. Before you hit the bustling streets of Barcelona and ferry people around, we gotta teach you how to drive first. So let's get started. Oh, ich kann jetzt hier Scheinwerfer ändern. Ich kann Fenster auf und zu machen. Ich kann Tempomat einstellen, Warnblinkanlage, Rückkamera, Radio, Klimaanlage, Scheinwerfer. Alles klar, mega. Moment. Das machen wir aus der Ego-Perspektive. Okay, wir müssen jetzt hier rückwärts einpacken, ja? Moment, da haben wir doch. Warte mal, ich habe ja hier da die hilfreiche Radio, weitere Fahrzeugsysteme, Rückfahrkamera. Once the car is nearly in a parallel position to the marked space, it's very nice. Ja, guck mal, easy. Park in the marked space to start the next stage. Wo sind die? Da hinten? What the fuck? Also ja gut, in der Prüfung müssen wir uns vielleicht halt noch dran halten, ne? Alter, das mit dem... Also ich habe vorher in den Steam-Bewertungen gelesen, dass nicht viele Lenkräder unterstützt sind. Deswegen ist jetzt hier halt... Oh, wir fahren schon zu schnell. Deswegen ist jetzt hier halt auch, ne, Tastatur und Maus, the way to go. Hallo. Da war die Polizia, glaube ich. Aber hier ist überall grün, jetzt fahren wir hier rechts. Easy, gar kein Problem. Ach, das Leben ist ja jetzt schon easy als Taxifahrer. Warte mal, ich muss hier gleich rechts abbiegen. Kann ich da irgendwie abkürzen? Ja, das war nicht nett. Danke fürs Reinlassen, Bro. Haben wir mal genug geblinkt. Hallo Gast. Ja, schön hinten einsteigen, perfekt. Hello. Now you know where to go. Drive to the destination point and remember to control the patience bar. Occasionally, a client may initiate a conversation, and depending on the circumstances, you may choose to engage or disregard them. Keep in mind that participating in the conversation could potentially boost your tips, XP points, and even improve your current patience level. Okay, will er denn gerade mit mir reden, ne? Ah, das ist gut, dass ich die Blende öffnen kann. Mega. Alles klar bei Ihnen, junger Mann? Barcelona, ne? Krasse Stadt. Krasse Restaurants, habe ich gehört. Viele Sterne-Restaurants. Soll eine tolle Stadt sein. Fahr doch mal! Was ist das hier? Die parken ja auch wie die letzten Wichser. So, hier. Ich muss anhalten. Hier ist schon ihr Ziel. Ich bin insane gut gefahren, oder? Goodbye. Bye! Wieso redest du eigentlich Englisch und nicht Spanisch? Very good. You have completed your first job and passed the exam. Ich bin insane gut. Ich habe 5 von 5 Sternen. And now let's spend some money. Tanken müssen wir auch? So, Tankstelle. Wollen wir doch mal ein bisschen tanken gehen, ne? Du kannst entweder komplett auftanken oder nur etwas nachtanken. Ja, also bin ich in der 5. Klasse oder was? Ah, ne, nicht in der 5. Ich hatte einen Kumpel,
Der hat immer nur 5 Euro in die Tanke gehauen, um Kohle zu sparen. Alter, wir fahren schon wieder rückwärts. Okay, zahlreiche Symbole. Ja, sehr gut. Es ist Open World. Finde ich mega. Dann fahren wir mal zu einer unserer Dinger. Wo zum Fick sind wir? Da. Wir sind hier bei der Tanke und wir fahren jetzt dahin. Hier können wir noch nicht links fahren. Doch, müssen wir wohl. Alles gut. Da habe ich mein Navi missverstanden. Ihn haben wir mal easy abgezogen. Also ich fühle mich schon in meiner Fahrweise wie ein Taxifahrer. Müsste noch durchgehend mit jemandem telefonieren. Guck mal, wie ich den auch einfach abgezogen habe. Ich weiß nicht ganz, was passiert, wenn man zu schnell fährt. Ist ja noch nicht ganz so viel und über Rot. So krass sind wir jetzt auch nicht, dass wir über Rot fahren. Jedes Mal muss ich jetzt hier die Bremse betätigen. Also die Feststellbremse, die Handbremse. Was halt kompletter Quatsch ist, aber sonst rolle ich halt instant. Haben wir keinen Automatik? Doch, haben wir doch, oder? Oh, jetzt grün wieder. Ups, sorry. Wieso steht hier? Hier ist rote Ampel. Ah, egal. Das war ja jetzt gar kein Problem. So. Ab die Post in die Garage. Und mal gucken, was wird. Willkommen in der Garage. Hier kannst du dein Fahrzeug warten, Autos oder Teile kaufen und verkaufen und dein Fahrzeug individualisieren und verbessern. Geil. Also Tank ist ja, hier ist erstmal alles fast auf 100%. Also reparieren müssen wir nichts, warten ist Quatsch. Wir können theoretisch neue Autos kaufen. Cool. Oh, ein Tesla. Aber wir haben jetzt hier die Karre. Die ist jetzt ja auch nicht so scheiße, würde ich jetzt mal sagen. So viele Autos gibt es gar nicht. Wir haben 2996. Also wegen Tanken. Okay, wir können Teile kaufen. Wir können zum Beispiel den Motor verbessern. Aber den Motor finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Dafür brauchen wir aber Ebene 5, um das überhaupt freizuschalten. Die Reifen, dafür müssen wir irgendwelche leveln. Jetzt können wir innen zum Beispiel die Sitze... Oh mein Gott, ist das fucking ugly. Das machen wir mal nicht. Schalthebel. Oh ja, das ist natürlich wichtig. Da müssen wir ja mal safe ein Baseball draus machen, ja. Und wir können... nice! Ein Hundi. Finde ich gut. Außerdem von außen, da hoffe ich, können wir jetzt ja mal eine ganze Menge machen. Erstmal machen wir natürlich ein grünes Taxi. Ist ja absolut klar. Dann brauchen wir selbstverständlich Unterbodenbeleuchtung in grün für ein Taxi. Ist offensichtlich. Ja, machen wir von mir aus auch das Taxischild. Das ist mir gar nicht mal so wichtig. Ein Spoiler brauchen wir selbstverständlich auch. Und die Felgen machen wir auch mal in cooler. Wobei die coolsten haben wir schon drauf. Ja, geil. Ausruhen können wir ja auch. Was ist mit dem Fahrer? Ah, hier gibt es dann die Level. Wir haben aktuell einen Fähigkeitspunkt. Können das Entdecken von Denkmälern und Sehenswürdigkeiten bringt ja mehr Erfahrung. Die Nutzung von Servicestationen geht schneller. Wartung des Nutzen von Servicestationen ist günstiger. Ein Ticket pro Tag wird storniert, außer für ein Ticket für das Anfahren eines Hühners. Sie können dadurch Geld sparen, finde ich gut. Oder Fahrer kosten weniger Geld. Dadurch hat dein Unternehmen geringere Ausgaben. Wir machen mal die Gesetzestreue. Und damit haben wir hier wahrscheinlich auch schon wieder alles abgeschlossen, was geht. Das heißt, wir können doch jetzt theoretisch einfach mal unseren ersten echten Fahrer fahren. Aber hier ist ein interessantes Street Art. Okay. Oh, sorry. Mal wieder die Handbremse angezogen gehabt. Ja, passt, passt. Da darf ich nicht reinfahren, was mir egal ist. Ah, das muss ich dann wirklich mit Linksklick so gesagt sammeln. Das passt. Und jetzt können wir tatsächlich unseren ersten Dude hier mal abholen. Was ist hier? Ach, die Radarfallen kennt man sogar. Das ist ja mega. Das heißt, ich kann außerhalb der Radarfallen gar nicht getroffen werden für irgendwas. Muss ich mal kurz ausweichen. Ist das hier mein großer Konkurrent hier vor mir? Oh mein... What the fuck? Fahr vernünftig, Alter. Was ist hier los? Was ist das hier für ein Stau? Das ist halt Barcelona, ne? Alter, man kommt hier überhaupt nicht voran. Hupen kann ich doch bestimmt, oder? Fahr mal voran da! Was ist denn hier los? Moment, ich muss telefonieren. Hallo, hallo. Ja. Also ich verstehe nicht, Taxifahrer telefonieren teilweise den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, mit wem die alle telefonieren. Wobei, ich habe mittlerweile eine Vermutung, als meine Frau im Krankenhaus war, weil wir ein Kind geboren haben, da war in ihrem Zimmer auch eine andere Person, die ganze Zeit mit ihrem Mann telefoniert hat. Und dieser Mann war Uber-Fahrer. Und die haben wirklich die ganze Zeit telefoniert.
durchgehend in einer Sprache, die wir nicht verstehen konnten. Ich weiß also nicht exakt welche, aber es war schon faszinierend. Boah, das war wirklich langer Stau jetzt hier. Und da haben wir jetzt das erste Mal die andere Seite gesehen. Sonst kennt man vielleicht mal den Taxifahrer, der ewig telefoniert. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal die andere Seite erlebt. Mit wem die überhaupt telefonieren? Antwort, ihrer Frau. Lass mich mal bitte rein hier. Hör mal, Motherfucker. Dankeschön. Na, wofür sind Sie hier in Barcelona? Sie sehen so aus, als wenn Sie, keine Ahnung, eine Modenschau besuchen würden. Oder vielleicht haben Sie sogar die Mode selber gemacht. Hier ist leider aktuell immer sehr viel Stau. Gerade auf dieser Straße. Das ist eine Katastrophe. Ich hoffe, das gefällt Ihnen, dass das Dach oben auf ist. Guck mal, ich kenne aber die Wege hier. Dadurch können wir ein bisschen Zeit sparen. Ich hoffe, das appreciaten Sie mit Trinkgeld. Da wäre ich Ihnen sehr verbunden, muss ich sagen. Und immer 5 Sterne in der App vergeben, ne? Hier haben wir jetzt leider gerade eine rote Ampel, da kann selbst ich nichts machen. Oder soll ich das Bedienfeld hier oben wieder zumachen? Antworten. Ist mir egal, ja. 3. Yes, I do. Could you tell me more about it? 2, sicher. It was founded as a Roman colony in the first century BC under the name Barcino. Can you tell me more about the culture of Barcelona? Alter, wer labert denn den Taxifahrer so voll? Barcelona is known for the arts, especially architecture, delicious cuisine and passion for football. That sounds really interesting. Thanks for sharing. It's my pleasure. That sounds really interesting. Das war ein interessantes Gespräch. Das war noch gelb. Warte mal, kann ich hier einsammeln? Kann ich hier was einsammeln? Da war gerade was auf der Map. Hier ist was auf der Map. Da. Kultur, Kunst. Kann ich aber nicht anklicken. Belastend. Ist das hier so eine Taxispur oder warum benutzt die keiner? Also ich kriege ja Erfahrungspunkte dadurch, dass ich mit denen quatsche. Kriege ich denn auch mehr Trinkgeld? Was kann ich hier noch machen? Klimaanlage Modus ändern? Hochdrehen. Schon warm, ne? Ich drehe die mal hoch, die Klimaanlage. Ah ne, runterdrehen muss man dann ja, ne? Runterdrehen. Alles okay bei Ihnen? Läuft, ne? Es ist nichts Schlimmes passiert. Wir haben nur eine kleine Berührung gehabt. Aber das Spiel scheltet mich dafür nicht. Deswegen ist das okay. Oh nein, die Rosas. Also so langsam verliert er seine Geduld. Achso, ist die Klimaanlage vielleicht einfach aus? Ah, war die vielleicht einfach aus? Ja, das geht natürlich nicht. Dafür ist es ja viel, viel, viel zu warm. Wir haben ja fucking 28 Grad. Also stellen wir die Klimaanlage gerade mal runter. Kann man die noch weiter runterstellen? Weiß ich nicht, ich sehe das nicht. Aber wir sind jetzt da! Der Geduldsbalken ist ja noch ganz entspannt, würde ich jetzt mal behaupten wollen. So. Können wir das... Wieso ist die Rückfahrkamera nicht an? Geht jetzt nicht ganz optimal zugegebenermaßen. Moment. Ja, so nämlich. Guck mal, wir haben keine Bewertung bekommen. Warum? Wieso? Guck mal, wir haben Alter, das war eine Gebühr von 187 Euro. What the fuck? Ey, 3 von 5. Wieso nur 3 von 5? Verstehe ich nicht. 3 von 5? Ist irgendwie wenig. Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten ist immer ein Problem. Er ist natürlich doof. Wir holen uns jemand. 9. Nein. Habe ich jetzt meinen Dude verloren? Ah, belastend, Alter. Das war Fail, muss ich leider sagen. 229, da müssen wir jetzt richtig Cash machen. 253, 265. Oh, ich hatte eine mit 400 da vor mir. Ja, komm, dann müssen wir halt hier den Dude gönnen. Da spricht er jetzt für so einen kurz, also für einen Taxifahrer, den lasse ich auch alles durchgehen. Ich finde Taxifahrer, die, also die dürfen halt auch mal ein Stück gegen die falsche Seite Richtung fahren, damit die mal kurz mal jemanden abholen können. Das ist ja für the greater good für alle so. Hey, was geht ab, Bruder? Darfst du hier reinfahren? Ich dachte, wir dürfen hier nicht reinfahren. Wusste ich nicht. Okay, wollen wir jetzt mal Geschwindigkeit nicht überschreiten? Oder nicht massiv?
Vor allen Dingen wollen wir jetzt mal keine Zusammenstöße, ne? Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Hier ist wirklich viel los in Barcelona, ne? Wie geht's Ihnen da hinten? Und die fahren hier alle ruckelig. Ist das... Der ist noch grün. Wir haben noch grün. Ist ja wirklich unfassbar. Wie viel los hier ist in der Stadt. Unglaublich, oder? Was sagen Sie dazu? Ja, wir müssen halt leider auch links abbiegen. Wenn du jetzt auch wieder links auf die Spur kommst, ne? Scheiße ich dir ins Maul. Hast du nochmal Glück gehabt. Ja, kannst du, also hier ist doch 50. Da muss man doch nicht so krepeln mit der 20. Kann man aber ein bisschen zügiger fahren. Nicht zu viel zu zügig. Wir wollen die Moneys machen. Aber nicht übertrieben. Was sind das hier für Spuren? Warum ist da eine durchgezogene Linie zwischen? I don't get it auf Anhieb. Alter, da hinten, der zieht gleich an mir vorbei. Und dabei fahre ich 50. Ich fahre sogar 60 und der zieht sofort an mir vorbei. Sind wir hier auf einer Schnellstraße? Kann ich hier schneller fahren? Ach scheiße, das stand da gerade. Die fahren hier alle schneller. Ich muss nochmal aufpassen, wenn sofort nochmal ein Schild kommt. Das wäre natürlich relevant. Schild, Schild, Schild. Wieso kommt jetzt hier kein Schild mehr? Da kommt doch dauernd ein Schild. Ich hasse das. Hallo, liebe Polizei. Alter. Junge! Was ist da vorne los? Alter. Ich glaube, vor dem war gar nichts. Der hat einfach so scheiße gebaut. Ohne Begründung. Ich glaube, der wollte mich provozieren. Der wollte mich provozieren. Ich steig gleich auf. Hau dir kaputt. Was ist das jetzt hier für ein komisches Ding? Nee, alles easy. Der bleibt halt auch einfach komplett random stehen. Mittendrin. Also ich glaube, das ist hier, damit das Spiel nicht so simpel ist, ne? Brunnen der katalanischen Genius haben wir gerade eingesammelt. Gibt gute Erfahrungspünktchen. Wir sind dann außerdem kurz über Rot gefahren. Das war aber eine absolute Notwendigkeit. Es ging um Leben und Tod. Und jetzt sind wir schon da. Bye-bye! Naja, also das waren 5! 5 von 5 Sternen! Das ist ja 10. Kein Anhalten an roter Ampel ist vielleicht ein kleiner Minimumfaktor mit eingebaut, aber ist doch egal sozusagen, ne? Ah, hier, und haben wir jetzt hier wieder, was haben wir hier? 200, noch was. Alter, 500. Den müssen wir auf jeden Fall gönnen. Da gibt's richtig Cash in der Tasche. Und dann haben wir hier die Placa Drissa Diallo. Egal, wenn man so Kunstwerke oder so, so. Okay, ich meine, Kunstwerke kann man natürlich ansammeln. Darf ich hier rein? Sieht irgendwie nicht so aus, als dürfte ich hier rein. Das sieht so aus, als würde das eigentlich in die andere Richtung gehen. Aber nehmen wir mal mit. Ah, ne, doch. War tatsächlich in die Richtung. Crazy. Guck mal, wie ich mich hier durchlacke. Ich glaube, in Katalanien darf man nicht immer rechts abbiegen, wenn man will. Das ist ein bisschen was anderes als die US&A. Oh, haben wir nur noch halben Tank? Wieso wird der rot, der Dude? Ich bin da, Bruder. Geh nicht weg. Deine 500 Euro sind meins. Hallo! Hi. Hallo, wenn du draußen bist, hast du dann ganz andere Anzeigen. Nee, wir haben noch viel mehr als einen halben Tank. Dann weiß ich nicht ganz, wofür das Orangen ist. Okay, wir wollen in die andere Richtung. Das heißt, wir machen jetzt sofort ein 360. Das machen Taxifahrer nämlich auch gerne. 360s sind sehr beliebt. Was machen die da vorne? Komm. Ja, so läuft das hier. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich wirklich wie ein Taxifahrer fahre. Auch so dieses wirklich in jede Lücke reindrängeln. Und dann nochmal jetzt hier vor den herziehen. Und dann nochmal bei dem anderen davor ziehen. Und hier bei der Ampel irgendwie versuchen abzukürzen. Bisschen Hub. Ist hier eine Ampel? Nee. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles gut da hinten. Ich bringe Sie so schnell wie möglich zum Ziel. Aber wir müssen 3 Kilometer fahren. Das dauert ein bisschen. Jetzt sehe ich die Ampel leider nicht. Also wir haben nur die oben, glaube ich. Das ist ein Problem. Ah ja, okay. Er fährt, dann wird ja wohl grün sein. Also dann in der Ego-Perspektive zu fahren. Aber das ist mir halt hier auch schon aufgefallen, häufig in Germany. Das ist so eine der wenigen Dinge, das haben wir auch schon ein paar Mal bei Pizza mit gesagt,
die in Amerika besser laufen, ist die Positionierung der Ampeln. Also hier in Deutschland haben wir jetzt wenigstens noch irgendwie auf der linken oder rechten Seite Ampeln. Ich hätte jetzt gesagt, die gibt es potenziell in Dingens auch. Oh, so ist aber auch cool. In Barcelona weiß ich aber nicht, weil hier sind sie ja nur oben. Und wenn man dann in der Ego-Perspektive ist, dann sieht man die ja nicht. Und wenn du in einem echten Auto sitzt, im Real Life, dann hat man auch ein potenzielles Problem. Weil man sich dann so komisch nach vorne beugen muss. Sag mal, diese Radarfallen, wieso kann ich denn die so komisch... Wieso sind die so ausgegraut? Was ist hier los? Was ist hier? Das ist ein Café. Wieso ist das relevant für mich? Weiß ich nicht. Kann ich vielleicht meine Müdigkeit wieder verbessern oder sowas? Hallo? Alter. Da ist er zum Glück nicht drüber gelaufen. Das wäre nämlich ganz schön belastend gewesen. Da hätten wir wieder einen Huni verloren. Ich finde das aber auch relativ günstig, dass man für ein Menschenumfahren nur einen Hunderter bezahlen muss. Es gibt ja eine Gruppe an Menschen, die durchaus auch sagen, dass auch in Deutschland das Führen eines Autos quasi die Lizenz zum Töten ist, weil die Dinge, die da passieren, meistens nicht so stark bestraft werden. Weiß ich aber nicht, ob dem der Fall ist. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall froh, dass nicht alle so fahren, wie ich hier gerade in dem Game. Mhm. Gibt es hier auch Racing oder so? Haben wir so geile Street Races? Ich meine, ich könnte mir einen fucking Spoiler und Unterbodenbeleuchtung drauf machen, dann ist doch schon irgendwie das Feeling von Fast and Furious sehr naheliegend. Sag mal, wie früh muss ich denn anhalten, dass ich die Ampel sehe? Das ist doch belastend. Da sind wir schon drüber gewesen. Ich frage mich halt, wenn du einmal drüber warst mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, ob du dann einfach auch ballern kannst und das einfach in Kauf nimmst, sozusagen. Ah, hier haben sie links, es gibt links auch eine Ampel, dann sehe ich die auch mal. Weiter geht's. Guck mal, die Hälfte haben wir schon geschafft. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade hinfahren, in Barcelona. Ah! War gar kein Problem. Was ging? Ich frage mich gerade, ob das wirklich gut geklappt hat gerade. So wirklich so Lucky-mäßig. Oder ob ich da wirklich einfach alles weggecrashed habe und das Spiel einfach überhaupt gar keinen Feedback-Loop dafür hat. Also habe ich den jetzt getroffen oder nicht? Ist so ein bisschen das, was ich in den Raum stellen will als Frage. Ich darf hier 70 fahren? Sag mir da doch mal einer. Da stand gerade 70. Ich habe diesmal keinen Strafzettel bekommen. Weil ich nämlich verhindert richtig clever gelevelt habe. Muss man wirklich sagen. Da war das Theater irgendwas. Irgendein Theater. Zack. AP direkt wieder gesammelt. Und ihn abgezogen. Was kann ich hier sammeln? Kirche unserer Lieben. Scheiße. Verkackt. Nein, jetzt hat er mich wieder abgezogen. Das geht nicht. Die Autos klingen ein bisschen weird, muss ich sagen. Das klingt nicht wie echte Autos, weil wir haben ja eigentlich einen Verbrenner. Sonst hätten wir ja nicht, tanken können. Oh, wow, wow, jetzt wird's wild. Aber das klingt nicht wie einer. Es klingt super komisch. Nicht mal knapp. Ja, solche Straßen sind natürlich cool. Super schwierig drin zu fahren, aber geil, wenn du die in der Stadt hast. Am besten wäre natürlich, wenn da gar keine Autos fahren würden. Außer jetzt vielleicht von mir aus Lieferverkehr oder sowas. Also eine sogenannte Fußgängerzone. Das ist so weird bei so kleinen Städtchen, ist mir aufgefallen, dass die manchmal auch so Fußgängerzonen haben, wo du aber als Hotelgast trotzdem mit dem Auto durchfahren musst. Und dann fährst du da und fühlst dich total scheiße dabei. See you. Tschüss. Okay, was gibt's jetzt für eine Bewertung? Immerhin 4 von 5. Kein Trinkgeld finde ich ein bisschen hart. Kein Anhalten an roten Ampeln, Geschwindigkeitsbegrenzung, kleine Zusammenstöße. Okay, gab es da wohl scheinbar einen kleinen Zusammenstoß. Wir müssen uns mal unser Auto angucken. Ja, vielleicht müssen wir das mal reparieren lassen, wa? Damit ich auch nachgucken kann, ob ich überhaupt einen Crash gehabt habe oder nicht. Wo zum Teufel sind wir hier? Dann fahren wir doch mal dahin. Das ist der Weg, den ich jetzt fahren muss? Ja gut, dann ist das halt so. Oh mein Gott.
Bitte, nein, erlaubt mir nicht, so in die Garage zu fahren. Ja, so aber. Und das reicht mir wieder. Ich drücke linke Maustaste. Jetzt aber. Ja, man muss wirklich drin stehen, auch wenn es vorher schon da steht. Also, ach, ich kann auch hier tanken. Nee, kann ich nicht. Kann ich? Kann ich wohl. Komplettreparatur. Haben wir gemacht. Das hat jetzt ein bisschen Geld gekostet, aber ich glaube, das war es schon wert. Muss ich wirklich sagen. Wir haben auch 4 Sitze. Wieso fahren wir immer nur einen? Sauberkeit. Reinige das Fahrzeug von Schmutz und Abfällen. Wir haben 3000 Money. Es ist alles gut. Wir sind Level 2. Das ist aber dann immer noch, genau, wir haben noch keine Fähigkeitspunkte. Okay. Aber ist ja kein Thema. Wir haben jetzt keinen Crash-Scheiß mehr. Wir können uns jetzt hier William Dos Santos abholen. Und vorher will ich wissen, was hier für ein Fragezeichen ist. Ah ja, da ist Graffiti Nummer 4. Schöner Name für so ein Graffiti. Einprägsam. So. Einen wunderschönen guten Tag, junger Mann. Wo darf ich Sie denn hinfahren? Aha. Irgendwohin, wo es 2,15 Kilometer weit weg ist. Dann fahren wir da. Okay, hier stehen einfach Mülleimer dann so auf der Straße. Hier haben wir einfach noch einen Parkstreifen. Also ich würde jetzt mal hierfür tryen, um zu gucken, was passiert, wenn man komplett auf die Geschwindigkeitsbegrenzung scheißt. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich vermuten, das ist doch so wie bisher, aber ich kann noch mehr, glaube ich. Ist jetzt wirklich so halb Tokyo Drift, was ich jetzt versuche. Ohne natürlich Leute tot zu fahren. Das ist immer noch mein Ziel. Und ohne Crashes. Also so viel wie möglich Crashes vermeiden. Das ist auch mein Ziel. Aber Geschwindigkeit ist uns jetzt einmal mal komplett wurscht. Oh Gott. Ja, easy, gar kein Problem. Wo muss ich hin? Hier rum? Oh. Ey, ich muss auch sagen, die Steuerung ist nicht so insane geil. Aber egal, wir fahren 105, 110. Ist perfekt, da kommt das Spiel gar nicht hinterher, neue Autos zu spawnen, glaube ich. Der Kunde hat keine Geduld mehr. Das ist nämlich das Ding. Das war nicht wegen des Crashes, glaube ich. Fuck. Das ist belastend. Vielleicht sollte ich nicht ganz so schnell fahren. Das ist dann vielleicht smart. Ich bin einfach ein bisschen in Schlingern gekommen, leider. Ich finde, das kann ja auch mal passieren. Das passiert ja auch den Besten. Puh. Oh Gott, wenn ein Taxifahrer schon so ankommen würde, ne? Und einfach so Dinger umwerfen würde. Da würde ich ja schon mir das überlegen. Ich frage mich, wie viel Damage ich dazu jetzt, wie viel ich jetzt bekommen habe. Also ein bisschen zügiger können wir ja schon fahren, ne? Aber wir müssen halt wirklich Unfälle komplett vermeiden. Das wäre halt schon wirklich wichtig. Aber ich finde, einen Fußgängerweg, den kann man auch mal mitnehmen. So, sinkt die Geduld jetzt massiv, wenn ich viel zu schnell fahre? Ja, 20 für zu schnelles Fahren. Achso, das hat die Geduld jetzt aber schon deutlich nach unten getrieben, ne? Okay, der Wagen fühlt sich auch wirklich schlechter an bei so hohen Geschwindigkeiten. Der fängt an, nach links oder rechts sich zu bewegen. Okay, die Geduld sinkt in der Tat deutlich, wenn man dann auch irgendwie über rote Ampel fährt. Und sowas, das sieht man halt alles hier unten. Das macht die Sache natürlich schwierig. Fahren wir nochmal drüber. In dem Fall geht's. Ich glaube, wenn du das Vergehen sowieso einmal gemacht hast, kannst du danach das auch benutzen, wie du willst. Nur crashen dürfen wir halt nicht. Das ist angesichts der Performance dieses Spiels auch nicht immer so simpel. Ich will es jetzt nicht nur auf die Performance schieben. Und, oh nein. Das hat die Geduld jetzt nochmal deutlich verringert. Ich sehe das, den Geduldsfaden nicht mehr. Hm. Ich glaube, wir werden dazu gezwungen, einigermaßen normal zu fahren, hä? Aber hier sind wir im Gebiet, wo ich schon mal war. Mit Merc. Komm hier, dann können wir uns aber hier nochmal so ein bisschen Money müssen wir jetzt aber nochmal machen. So Level 3 müssen wir aber nochmal werden. Hier Nummer 12. Wir sind Level 3 geworden, nice.
Hafenseilbahn Turm Jaume. Ich habe erst Turm Junge verstanden. Dachte so, what the fuck? Gibt's Turm Junge? Ja, da müssen wir halt mal ein bisschen entspannter fahren, ne? Was ist denn eure bekloppteste Taxi-Geschichte? Ich weiß, jetzt kommt sowieso wieder ganz viel. Snob fährt natürlich Taxi. Ja, manchmal fahren wir Taxen. Manche Leute fahren natürlich kein Taxi. Meine Eltern sind zum Beispiel keine geübten Taxifahrer, sage ich jetzt mal. Ich meine, am Dorf ist das mit dem Taxi sowieso ein bisschen schwierig. Früher gab es dann noch so in Weeze so ein Dorftaxi. Das gibt es aber mittlerweile auch nicht mehr. Und wenn man Silvester nach Hause will, braucht man halt jemand, der einen fährt. Oder säuft halt nicht. Auch die immer gesündeste Variante, mit diesem Problem umzugehen. Und fährt einfach selber. Weil, ich sage jetzt mal, um 3 Uhr morgens Neujahr kannst du jetzt ja auch dich nicht auf den Bus verlassen, ne? Machen wir jetzt hier nochmal eine ordentliche Tour. Also, das sah schon so aus, als hätte unser Auto da ein bisschen was auf die Fresse gekriegt. Also, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass man das einfach umschiffen kann. Aber nischt. Aber was ist, wenn ich denn jetzt hier mal ganz kurz den links überhole? Hier so. Und mich hier hinstelle bei der roten Ampel. Ist das dann für die Geduld ganz schrecklich? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Man muss halt seine Grenzen austesten, so ein bisschen. Hier sind wir perfekt für die... Wollte da gerade noch einer drüber gehen? Da habe ich mir vielleicht eingebildet. Hier sind wir perfekt für die Grünphase angekommen. Hier darf man sogar 70 fahren. Ich will nicht zu schnell fahren. Ich höre meinen Sohn schreien. Was denn? Oh, er ist ganz traurig. Ich glaube, er hat Bauchweh. Was ist denn so mit generell über Bürgersteigen fahren? Spricht da viel gegen? Ich stehe voll auf dem Zebrastreifen. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt immer gern gesehen. Die Geduld ist jetzt schon ganz gut runtergegangen, aber habe ich irgendwas Schlimmes gemacht? Oh. Das ist schlecht. Fahren wir mal hier rum. Zumindest an den Ampeln bin ich ja stehen geblieben. Zumindest versucht stehen zu bleiben. Schönen guten Tag, junger Mann. Vielleicht habe ich eine übersehen. Die Geräuschkulisse ist natürlich auch eine sehr viel entspanntere, wenn man in dem Ego-Modus spielt sozusagen. Also hier in der Cockpit-Perspektive, wie es ja meistens so schön heißt. Einfach, weil die Sounds dann so schön gedämpft sind. Wackelt ganz schön. Also die Straßen sind ja schon mal interessant. Na, ob der noch grün hatte? Weiß ich ja nicht, Bre. Okay, ist wieder 70. Ja, das brauchen wir alles nicht. Haben wir überhaupt die Scheinwerfer an? Ja, jetzt. Das war natürlich ein Fail vorher. Weitere Fahrzeugsysteme, Tempomat, habe ich jetzt auch. Das ist vielleicht im Stadtverkehr gar nicht so wahnsinnig hilfreich. Tempomat. Wenn man jetzt mal early ist. Weil hier geht es ja schon ab. Aber vielleicht will ja der Gast... Leute, wieso sitzen die neben mir? Fällt mir ja jetzt erst auf. Nicht, dass sie neben mir sitzen. Können sie sich bitte nach hinten setzen? Ah, wir fahren ja aber wirklich durch Stock und Stein. Zack, zack. Ja, hier müssen wir geradeaus. Naja, ist aber egal. So, lieber Gast, wir können ja mal, wenn sie möchten... Moment, welches Fenster ist denn das dann jetzt jeweils? Moment. Das wollen wir öffnen. Ja, hier sind ja zwei drin. Deswegen sitzt die neben mir. Out of nowhere. Da sind aber zwei Leute gewesen. Ja, hab ich nicht mit gerechnet. Sind auch zwei eingestiegen bei mir? Ich habe das Gefühl, dass hier nicht 50 ist. Wahrscheinlich ist hier eher so 30. Das könnte sein, dass das wieder kein Trinkgeld gibt, obwohl ich mir hier so viel Mühe gegeben habe. Eine Kuh macht Mu.
Alles belastend. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen dahin. Oh Mann, ey, das war so kurz vorm Ende. Oh, wir sind so scheiß Taxifahrer. Wir sind so kacke. Ich will jetzt wenigstens noch wissen, wie viel Schaden habe ich verursacht. Also ich meine, wir haben immer noch 2800. Das heißt, gekostet hat uns da jetzt nicht so insane viel. Dafür, dass jede Fahrt, ich sag jetzt mal, 500 geben könnte. Aber mittlerweile haben wir da links so ein paar Lichter, die so blinken, ne? Blinken die eigentlich schon die ganze Zeit? Die fallen mir jetzt erst auf. Das quietscht auch ganz schön. Wenn ich das Lenkrad bewege, quietscht das. Okay, das ist funny. Hm. Ach du Scheiße, die Karosserie ist total schön. Ja, immer noch 2500. Also ja, wir können die Dinger da nicht zu Ende fahren, weil die Leute vorher aussteigen. Aber so richtig schmerzhaft ist das nicht, das Auto immer wieder kaputt zu fahren. Aber ja, das ist der Taxi Driver Simulator. Wie heißt das? Moment, Taxi Drive? Ich habe im Kopf Taxi Drive. Taxi Lives, das City Driving Simulator. So heißt das. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ich für einen Taxifahrer bin. Auf jeden Fall ein nicht erfolgreicher. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem recht viel Spaß. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein.